Meine Lieben, willkommen zum aktuellen Video. Heute präsentiere ich euch 5 Übungen mit dem Gymnastikball. Meine Lieben, willkommen zum aktuellen Video. Heute präsentiere ich euch, wie gesagt, 5 Übungen auf dem Gymnastikball, die ihr zu Hause ganz entspannt nachmachen könnt. Wir fangen mit dem Po an und begeben uns auf den Ball. So, hier könnt ihr auch die Scheibe nehmen oder irgendein Gewicht, eine Flasche, eine Hand, was auch immer, ein paar Bücher. Legt das hier drauf und dann gehen wir hier runter. Wir machen von jeder Übung jeweils 20 Mal tief runter und wieder nach oben. Die Beine stehen etwa schulterbreit da. Halbzeit. So, es muss jetzt anfangen, im Po zu brennen, ja? Wenn es das nicht tut, dann macht ihr irgendwas falsch. Hier schön hochgehen, ja? 12, glaube ich, waren das. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. So, dann stehen wir langsam auf, bleiben auf dem Ball sitzen und machen die Crunches auf dem Ball. So. Sucht euch eine bequeme Position aus. Die Hände am besten hier oben, nicht hinten zusammen machen, ja? Also ruhig hier an den Ohren festhalten und hier langsam hoch. Schön zusammenrollen. 3, 4, 10. Achtet darauf, dass ihr die Belastung auf dem Bauch habt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. So, die nächste Übung ist für den Rücken. So, dazu stellen wir die Beine etwas breiter auf. Versucht euch irgendwo entweder festzuklammern am Sofa. So, von hier aus die Hände am, die Ellenbogen am Körper und von hier aus strecken wir die Arme nach vorne aus. Der Kopf guckt nach vorne. Der Kopf geht entlang der Wirbelsäule, ja? Also nicht den oder den hier machen. Alles gerade. So, ich glaube, wir waren jetzt bei 5, 6, 7. 9 und 10. Noch 10 Stück. Vier, fünf, sechs. Halte durch. 7, 8, 9 und 10. So. Die nächste Übung ist ebenfalls für den Bauch. Hier nehmen wir noch die schrägen Muskeln mit. Wir nehmen entweder eine Flasche, eine volle Flasche selbstverständlich, ein Disc oder irgendeine Hantel. So, sitzen wir uns hier bequem hin und von hier aus berühren wir links und rechts den Gymnastikball. 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Halbzeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. 20. Das macht ihr sehr gut. So, die letzte Übung sind die Liegestütze. Dazu gehen die Füße oder die Beine auf den Gymnastikball. Der Körper bildet eine Gerade und von hier aus gehen wir ganz einfach runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Ja, das waren die 5 Übungen, die wir jeweils 20 Mal wiederholt haben. Die 5 Übungen könnt ihr auch gerne jeweils im Dreierdurchgang machen. Dann seid ihr, glaube ich, sehr gut versorgt. Ich schätze mal, dass wir dieses Workout innerhalb von 10 Minuten durch haben. Von daher nimmt das nicht sehr viel Zeit ein und ist ein Ganzkörper-Workout. Das war's von mir für heute. Wir sehen uns wie immer nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Ciao!